Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von Mass Effect 2 Legendary Edition. Wir haben endlich wieder unser Schiff, unsere Normandy, und wir haben hier sogar eine Karte. Geil. Wir haben den Auftrag gekriegt, ein Team zusammenzustellen. Und tatsächlich soll man einen Professor oder einen Wissenschaftsprofessor, einen Salarianer als erstes holen, suchen. Ob wir das machen, kann ich noch nicht genau sagen. Wir haben auf jeden Fall hier eine Karte, die ziemlich cool ist. Können wir hier näher hinzoomen? Nee. Waffenspind, persönliches Terminal, Galaxiekarte, Edi, Normandy, Hologramm. Genau, der Joker ist auch wieder am Start. Unser Pilot. Und wir haben eine KI. Haben wir wirklich eine KI? Also wenn es eine richtige KI ist, dann erschaffen wir hier jetzt wahrscheinlich neue Gate oder was? Neue Geth. Okay, fragen wir mal einen Joker, was er von der KI hält. Ist das zu fassen, das ist nicht zu fassen. Das ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Uff, Alter. Uff. Bisschen überdreht. Es ist, als hätte das Schiff Krebs, Alter. Uff. Das Schiff ist nur eine Kopie. Genießen Sie es, Joker. Wenn wir hier schon festsitzen, können wir uns von denen auch verwöhnen lassen. Verletzt das die Uniformbestimmung, wenn ich mir das auf ein Crewhemd schreibe? Das ist die beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass Sie immer noch Hosen tragen. Also das hebe ich mir für die Kameraüberwachung in der Freizeit auf. Eine VI, die mich rund um die Uhr beobachtet. Okay, es sagt VI, also virtuelle Intelligenz, keine künstliche. Geil, Alter, richtig geil. Kann froh sein, dass er Hosen trägt. Aber guck mal, wie wir hier rumlaufen. Das heißt doch, ey, trag, was du Bock hast. Wir sind jetzt ein ziviles Schiff. Das ist auch geil. Nimmer der Allianz anzugehören, nimmer Militär zu sein. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Die gute alte Aber ganz Zeit. Ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Keine Sorge, es wird noch schlimmer. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon, Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Ja, das ist ein bisschen schade. Eigentlich hätte ich gedacht, dass die Leute sich auch untereinander mögen und vielleicht zusammen immer noch ein Team bilden. Aber egal, wir trommeln die wieder zusammen, zumindest so gut es geht. Falls es überhaupt geht, falls wir überhaupt noch jemand von der alten Crew noch am Start haben können. Das weiß ich gar nicht. Aber bestimmt, oder? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Na klar. Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Die ist richtig unentspannt. Stummschalter benutzen. Das geht? Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun.
Keine Sabotage, verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Spielzeug vom Boss ist tabu. Bis dann, Commander. Wie cool das sich dreht. Alter, wie geil ist das? Das sieht aber auch schick aus. Das muss man halt auch wirklich sagen, oder? Das sieht doch echt auch schick aus. Der Stuhl und alles. Da haben sie designmäßig... Primärsystem in Ordnung. Haben sie sich da schon angestrengt. Okay, dann reden wir mal mit der Edi. Ja, Shepard? Hallo? Was ist das für ein Raum? Welcher Raum? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Ressourcen. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Da müssen wir wohl ein bisschen was ändern, damit es nicht mehr blockiert ist. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Okay, aber es ist eine VI und wir haben ja im ersten Teil gehabt, dass es da diesen Kern gibt, diese Black Box oder wie Blue Box oder wie auch immer es genannt wurde. Was der Unterschied ist zwischen einer VI, die einfach nur virtuell ist und ein bisschen schlauerer Computer, oder was heißt ein bisschen schlauerer Computer, ein bisschen mehr ist als nur irgendwas Programmiertes, ein bisschen mehr als so ein Internet-Dings, dem du auch Fragen stellen kannst. Aber es ist eben keine KI, die selber Bewusstsein entwickelt oder bewusst wird. Struktur von Cerberus ist bestimmt auch blockiert. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Okay, die krass. Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Die Lazarus-Zellen unterstehen Agentin Lawson. Miranda, oder? Ist das Miranda Lawson? Das heißt, die ist hier der Boss von unserer Zelle, beziehungsweise ich, und der Unbekannte führt ganz Cerberus an, oder was? Wie viele Zellen gibt es? Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Natürlich ist sie blockiert. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Gute Frage. Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Natürlich ist sie blockiert. Reden wir von etwas anderem. Mal gucken, ob wir die irgendwann mal entblockieren können. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Ihr Name. Fangen wir mal so an. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für Erweiterte Defensivintelligenz. Erweiterte Defensivintelligenz, müssen wir uns merken, vielleicht. Was ist dein Job? Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Ha, krass, ey. Cyberkrieg? Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Alter! Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Alter! Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Alter, was? Das ist ja richtig krank. Holy shit, mit diesem Schiff will ich mich nicht anlegen. Denkst nichts Böses und auf einmal wird in einem Reaktor eine Kernschmelze gemacht von der feindlichen VI. Wie OP ist das? Übrigens, so ein Ding am Rande, das ist ja gerade so ein bisschen rausgezoomt. Und da hat man gesehen, wie der Joker nach links guckt, also wie er zuhört. Das finde ich echt cool gemacht. Das klingt überaus hilfreich. Ja. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff?
Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Hä? Meint der Reaper oder was? Ich würde die Reaper jetzt nicht als VI bezeichnen. Aber ich glaube, er meint die Reaper. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Schon ziemlich ungeil, ha? Der hat die auch in Bad und in Klos bestimmt, oder? Wenn, dann zieht man das richtig durch. Dann lässt man nicht das Bad und das Klo weg, wenn man eh schon so krass drauf ist. Oh, guck mal, ich habe an der Stirn, über dem rechten Auge habe ich so eine Blitznarbe. Das heißt, bald müsste ich anfangen zu zaubern, schätze ich mal. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Okay, da bin ich wirklich mal gespannt, Reden wir von etwas anderem. Da bin Bereit. Ich wirklich mal gespannt. Warte, das war über Sie, oder? Gerade. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Ja, nee, okay, genau hier. Sie und Joker. Ihr Job haben wir gerade gefragt, Ihr Aufenthaltsort. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Oh, oh, Blue-Box war's? Oh, das ist dann keine VI. Ne, Blue-Box ist eine KI. Alles, was Blue-Boxen hat, ist KI, haben wir im ersten Teil zumindest gelernt. Dann haben wir hier eine richtige KI, die vielleicht noch irgendwelche Beschränkungen unterlegt, aber die bestimmtes Potenzial hat, bewusst zu werden. Eine Quanten-Blue-Box. Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Gut. Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Von was meldet Sie mich ab? Ich gehe mal raus, kann ich das? Nee, wir sind schon unterwegs, gell? Schon geil, ey. Ich find's jetzt schon voll interessant. Gucken, was da noch alles kommt. Gucken wir mal, wen wir sonst noch in der Crew haben. Hier, Random Dudes. Random Dude 1, Random Dude 2. Über was redet ihr? Random Dude 3. Privator Terminal. Na, guck mal. Willkommen an Bord, Commander. Geoman oder Geoman Chambers. Teamstatus, Upgrades, ungelesene Nachrichten, archivierte Nachrichten, Teamstatus, oh, oha, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, wir haben im letzten Ash, Caden, Rex, Garrus, Liara, Tali gehabt, wir haben 6 Stück im letzten gehabt und jetzt haben wir wirklich 12, ich zähle nochmal 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja, krass. Info. Oh krass, da steht tatsächlich schon, stehen schon Infos drüber. Miranda, Loyalität normal, Fähigkeit überlasten, Warp, Waffen, Maschinenpistole, schwere Pistolen, Outfitwechsel, what? Ich kann sie einfach umziehen. Loyalität normal, ziehen Brandmunition, Barriere, bei dem kann ich nichts umziehen. Wir können 2, 4, 6 Stück, wissen wir schon, oder was, die wir einsammeln können. Das sind ziemlich viele, ey. Upgrades, über Upgrades. Upgrades verbessern die Kräfte ihrer Gruppenmitglieder, ihre Waffen und ihr Schiff und machen einen erfolgreichen Abschluss der Mission wahrscheinlicher. Sie können neue Upgrades bei Missionen finden, in Geschäften kaufen oder sie mit einem Forschungsterminal erforschen. Können wir aber tatsächlich noch gar nicht, gell. Ungelesene Nachrichten, archivierte Nachrichten, keine hier und ungelesene. Haben wir wie viel? Okay, alles klar. Geht es hier unten los oder oben? Fangen wir unten an. Ups. Habe ich das jetzt so archiviert gesteckt? Ja. Habe ich es jetzt gelöscht? Nee, okay. Ascension Financial Services, ihr Konto.
Sehr geehrter Commander Shepard, danke für die Übersendung Ihrer aktualisierten Patientenakte. Ihr Status wurde von verstorben in am Leben geändert. Okay, cool. Nach Abzug bescheidener Verwaltungsgebühren für das Schließen der Akte, der folgenden Statusänderung und der Reaktivierung Ihres Kontos verbleiben Ihnen 100.000 Credits im Haben. Danke, dass Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ascension Financial Services abwickeln. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Sind Ihre wichtigsten Aktivposten geschützt? Wir finden die besten Lebensversicherungen und Deckungsbeiträge für Ihre Bedürfnisse. Holen Sie sich noch heute Ihr kostenloses Angebot. Voll geil, ey. Von verstorben auf am Leben geändert. Fange ich jetzt oben oder unten an? Keine Ahnung. Fangen wir mal unten an. Von der Unbekannte. Shepard. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kasumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch wenige haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezirk auf der Citadel. Auf der Citadel? Innenbezirk auf der Citadel? Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Reden ist Schweigen und Silber ist Gold. Oh krass, das sind die ganzen Leute oder was? Kasumi Goto, Meisterdiebin, Bogenprojektor. Bogenprojektor? Shepard, es gab kürzlich einen Geth-Vorfall bei einem unserer Außenposten im Skylianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der Geth geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmal unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie können die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet, aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert. Und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Bogenprojektor, ziemlich cool. Was Gutes gegen synthetische Gegner und Geth. Merken wir uns. Overlord. Was für Overlord, Alter. Alter, alles vom Unbekannten, ey. Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist so weit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten Eid oder Eite, Typhon-System im Phönixhaufen-Cluster. Bitte behandeln Sie die Angelegenheit diskret. Projekt Overlord. Okay. Cerberus ist in verschiedene Zellen aufgeteilt. Wir waren Zelle Lazarus oder Lazarus, also Wiederauferstehung. Und es ist Projekt Overlord. Also irgendein anderes Projekt von Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Cerberus. Das heißt, da geht irgendwas schief wahrscheinlich, dass wir untersuchen müssen. Ach, wie viele Aufträge wir direkt haben. Aufklärungskapuze. Wieder vom Unbekannten. Der sitzt nur vorm E-Mail-Programm und schreibt uns Mails. Shepard, unsere Panzerungstechniker hatten die Idee, dass sie vielleicht nicht überall, wo sie hingehen, ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben ihnen eine Kapuze geschickt, die Cerberus an seine Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügt über zusätzliche Mikrocomputerfunktionen, die ihnen gefallen könnten. Die Kapuze befindet sich bereits in ihrem Quartier. Krass, und das kann ich tatsächlich nutzen, dass ich praktisch inkognito bin? Das ist ja auch krass. Das ist ja auch cool. Krass. Absturzstelle der Normandie gefunden. Das ist natürlich auch interessant. Von Admiral Hackett. Hackett gibt's auch noch. Aber warum? Wie kann der mir schreiben? Wie geht das? Der muss doch denken, wir sind tot, oder? Commander Shepard. Unsere Scans im Amadas-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel.
Die Allianz würde die Normandie gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf den... Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandie werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Hey, der, stopp mal, der weiß, dass wir leben? Die und die Normandie wurde von wir wurden von Kollektoren angegriffen am Anfang. Krass, dass das so im Nebensatz einfach erwähnt wird, weil das war ja noch eine ziemlich offene Frage. Was da genau passiert ist. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Von Projekt Feuergänger. Ist das auch so ein Cerberus-Projekt? Wahrscheinlich, oder? Wenn das alles so heißt. Commander. Krass, dass wir eigentlich immer noch Commander sind. Die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer oder Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona, Elysta-Isma-Grenze gesehen. Wie viele Missionen? Handel mit Said Masani vereinbart. Shepard, wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Masani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört, tatsächlich nicht. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in dem Terminus-System beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich ihnen anschließt. Krass, wie das alles schon... in die Wege geleitet hat. Das heißt, wir müssen nur hingehen und die Leute abholen, oder was? Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Okay, wir müssen nach Omega. Dafür müssen wir... oder da müssen wir auch für den salarianischen Wissenschaftler hin, oder? Oder ist das der? Nee, war der Söldner. Das heißt, wir müssen nach Omega, was auch immer das ist. Nachricht von Anderson. Ratsherr Anderson, falls die Gerüchte wahr sein sollten und Sie wirklich am Leben sind, muss ich Sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch Sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass Sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Krass, woher, wie spricht sich das rum? Ganz komisch, ey. Wie sich das rumspricht. Okay, geil, ey. Sehr geil. Jetzt muss ich aber doch kurz schauen... auf die Mission Tagebuch. Die gefangene Archangel Dossier. Der Professor, der Warlord. Okay, wir haben hier tatsächlich noch ziemlich viele. Die Schüssel. Projekt Feuergänger, Absturzstelle der Normandie. Citadel der Rat. Okay. Das sind richtig viele Aufträge. Ich guck mal kurz hier nochmal zu dem Teamstatus. Genau, der Veteran. Also so heißt die Mission. Said Masani. Said wurde zuletzt auf Omega gesehen, wo ihn sein Ruf als bester Kopfgeldjäger der Galaxie eingeholt hat. Dann haben wir hier der Professor. Dr. Mordin Solus, Spezialist für biologische Waffen. Ausbildung an leichten Waffen bei der Salarianischen Special Task Group. Ah, die kennen wir auch, weil wir den Codex so durchgelesen haben. Von der Special Task Group ist der tatsächlich... Dr. Solus hat möglicherweise eine Technologie zum Kontern der Kollektorenangriffe entwickelt. Er betreibt derzeit eine Klinik in den Slums von Omega. Okay, also auch Omega. Archangel. Taktische Expertise mit kleinen Einheiten, Universalwerkzeugexperte und anerkannter Scharfschütze. Archangel ist ein Söldnerführer mit technischer Expertise und strategischer Brillanz. Er hält sich wahrscheinlich auf Omega auf. Das heißt, auf Omega sind praktisch alle. Also 3 von den Dudes, die wir hier einsammeln können, ist schon mal auf Omega. Der Erzengel. Archangel. Der Warlord. Okay. Dr. Okir.
Jahrtausenderlange Erfahrung in Kampf und Strategie, angeblich vertraut mit Kollektorentechnologie. Okia, ein brillanter und brutaler kroganischer Warlord und Veteran der kroganischen Rebellion, ist davon besessen, die Kroganer von der Genophage zu befreien. Er hält sich derzeit in einem Lager der Blue Suns auf Corlus auf. Okay, Dr. Okia. Also wir haben einen Kroganer, der noch zusätzlich ein Warlord ist, oder was? Und richtig unterwegs ist. Aber wie kann er jahrtausende lange Erfahrung haben? So alt werden die doch... Na, die werden ein paar Jahrhunderte alt. Dossier die Gefangene. Check. Nachname unbekannt. Außergewöhnliche biotische Fähigkeiten. Anmerkung. Umfassendes Strafregister derzeit in Haft. Check ist angeblich der mächtigste biotische Mensch überhaupt. What? Der mächtigste biotische Mensch überhaupt. Das ist krass. Okay. Cerberus hat Checks Überstellung von dem turianischen Gefängnisschiff Purgatory veranlasst. Die Gefangene, das heißt tschechischen Frauenname oder wie? Krass, dass das Cerberus einfach so veranlassen kann. Ja, wir holen hier die Gefangene vor in eurem Gefangenenschiff. Und was haben wir dann noch? Da gab es auch noch die Meisterdiebin, genau, die Kasumi. Sabotage, Infiltration, Evakuierung. Besitzübernahme, Tarnung, Wendigkeit im Kampf. Kasumi hat in der Vergangenheit äußerst wertvolle Ressourcen von Cerberus gestohlen. Sie wurde zuletzt auf der Citadel gesehen. Das heißt, wir haben dreimal Omega, wir haben einmal irgendeinen Planeten, wo der Kroganer ist, wir haben das Gefängnisschiff und wir haben die Citadel. Ich finde fast Citadel am interessantesten, weil eigentlich will ich auch so schnell wie möglich zum Anderson und mich mit dem unterhalten und ihm sagen, was abgeht. Wobei natürlich Planet 8, also wie die Codex-Aktualisierung die ganze Zeit hier reinbrechen. Wobei das der Unbekannte wahrscheinlich mitkriegt. Aber das ist okay, ich glaube, wir gehen tatsächlich erst zur Citadel oder so. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Die neue Presley, oder was? Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Nee, ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Nee, die ist meine Sekretärin, oder was? Ich dachte, sie wäre der neue Presley, aber nee, sie ist... Wie hieß der Geoman? Hat sie Geoman gesagt? Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Klar. Okay, Kelly. Noch etwas? Sie hat mich Kelly genannt. Wie geht's der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander. Ziemlich cool. Die sagt uns dann, wenn es was Neues gibt oder was. Das finde ich ja genial. Weil im ersten Teil sind wir natürlich immer wieder rumgelaufen und haben mit allen geredet und gehofft, dass es was Neues gibt, wenn die uns da irgendwie dann mehr sagt. Das ist schon auch geil, ey. Es freut mich. So neue Charaktere, die jetzt noch mit reingemacht wurden. Also klar, wir werden unsere Crew auch wieder haben mit die halt spezielle Charaktere sind oder die eine, die mehr als nur stumpfe NPCs sind, so meine ich das. Aber wenn wir hier noch so, keine Ahnung, solche Leute haben wie so eine Sekretärin, die da ein bisschen was dazu sagt, dann die KI, Joker gibt's ja noch. Vielleicht gibt's die Ärzte noch. Chuck, was? Lebt Chuck was noch? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Na gut, dann frage ich mal, was hier so geht bei dir. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Ja, okay, geil. Ist das alles? Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Oh. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Halten Sie Distanz. Ein Arm Abstand, oder was? Halten Sie Distanz, wie du direkt so eine getriggerte Antwort darauf geben kannst. Yeoman ist tatsächlich ein Rang, oder was? Oder eine, heißt wahrscheinlich sowas wie Sekretärin oder sowas in die Richtung. Beraterin, nicht Sekretärin. Ich dachte, das wäre ihr Vorname. Mich schon gewundert, warum sie... Ich bin Yeoman, aber alle nennen mich Kelly. Sie können mich ruhig Kelly nennen. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt. Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu.
Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Klingt gut. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Klingt sehr gut. Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Ich frag mich, wo die ganze Kohle herkommt für das ganze Zeug. Das klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Also Elkor und Elkor und Kroganer magst du nicht. Sie sind ja voller Liebe. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich will wissen, ob Sie zufrieden sind. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandie zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Werden wir auch nicht. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Okay. Sie würden mich auffangen. Okay. Ich würde Sie umarmen. Okay. Alter, ist das ein Flirt oder was ist das? Ich würde sie umarmen. Ihr Vertrauen ist am richtigen Platz, Kelly. Das war mir klar. Danke, Shepard. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich glaube, das reicht. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Also sie scheint ziemlich auf mich zu stehen, glaube ich zumindest. Kampf im Informationszentrum. Okay, das ist der Fahrstuhl. Krass, ey. Wir haben jetzt die ganze Folge für diesen Stock hier gebraucht. Und wir müssen uns erstmal noch angucken, was noch auf den anderen Stockwerken ist. Und dann noch, was wir für Missionen haben und die Galaxiekarte. Ich glaube, wir brauchen mindestens noch eine Folge hier. Aber egal, das ist voll geil, ey. Voll viel Zeug, voll viel Infos wird das. Freut mich richtig. Das hat richtig Spaß. Ich freue mich gleich auf morgen auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, bis morgen und tschüss.